Fabi, Dieter, ihr kommt gerade beide vom Feld. Der eine hat gewonnen, ist jetzt in der dritten Runde, der andere leider nicht. Dieter, ich fange mal bei dir an. Anders Antonsen heute war wahrscheinlich auch absolut kein leichtes Los. Wie war das Spiel für dich? Also ohne viel Training irgendwie ein Turnier zu spielen, war nicht die allerbeste Idee. Ich wusste, dass es schwer wird. Das lag auch größtenteils an mir im Spiel. Ich bin gar nicht reingekommen. Klar spielt er gut und verteilt gut die Bälle, aber ich habe so viele Fehler gemacht und bin gar nicht ins Spiel reingekommen, habe gar kein Gefühl gehabt. Habe es ihm relativ einfach aufgemacht. War nicht das beste Spiel. Mache ich nicht nochmal. Okay, es war jetzt zwar das letzte Spiel hier für dich auf dem Turnier, aber es war sogar wahrscheinlich das letzte Spiel hier in Saarbrücken. Turniermäßig sieht man dich nochmal irgendwo oder ist jetzt erstmal in den nächsten Monaten nichts mehr geplant oder lässt du es einfach auf dich zukommen? Ja, geplant ist erstmal nichts, aber ausschließen will ich es nicht. Wenn mich die Lust packt, dann kann ich es mir vorstellen, vielleicht noch das eine oder andere kleine Turnier zu spielen. Einfach zum Spaß, nicht mehr irgendwie irgendwas zu gewinnen. Ich muss halt ein bisschen mehr trainieren, dann kriege ich vielleicht auch mehr Lust. Also ausschließen will ich nichts, aber erstmal nichts geplant. Okay, Fabi, bei dir? Ich hatte vorhin schon geguckt, ich glaube, es stand 16-10 im zweiten. Wollte danach zu dir kommen und fragen, ja, gestern starker Sieg, heute auch souverän durch. Könnte es besser sein, aber ich glaube, jetzt nach dem Matchverlauf kannst du nicht hundertprozentig zufrieden sein, vor allem nach dem zweiten Satz dann, oder? Ja, also ich bin erstmal gerade happy, gewonnen zu haben. Hab's dann im zweiten bei der hohen Führung selbst in der Hand gehabt, dann selbst verschuldet, müde geworden ein bisschen, dann wurde der Kopf müde. Und dann hat er ein paar gute Bälle gespielt und dann ging es irgendwie schnell und stand plötzlich 20-17 für ihn. Dann war es aber gut, dass ich im dritten wieder ganz gut reingekommen bin und habe dann eigentlich das dann immer mit einer Führung gehabt im dritten und dann auch am Ende wurde es dann noch ein bisschen knapper, aber dann ja, zum Glück gewonnen am Ende. Okay, jetzt war ja allgemein, du warst fast ein Jahr weg vom Turniergeschehen und ja, ich denke, jeder war beeindruckt von deinem Comeback. Wie hast du es überhaupt gemacht, dass du so stark oder eigentlich noch stärker als vorher zurückgekommen bist? Du hast ja wirklich direkt im ersten Turnier sofort Top-Ergebnisse gebracht. Ich habe im Training geholfen. es war erstmal so, dass ich Ende April ungefähr bin ich aufs Feld wieder gekommen. Habe dann eine relativ lange Trainingsperiode gehabt, wie sonst noch nie eigentlich. Und bin dann auch jetzt dann im September ohne irgendwelche Gedanken oder irgendwelche Erwartungen ins Turnier reingegangen. Und ja, also ich bin schmerzfrei erstmal, das ist erstmal das Beste und bis jetzt läuft es auch ganz gut. Ja. Okay, morgen, wie sind die Aussichten? Ich glaube entweder Hurskheim oder in Malain. Wir spielen gerade noch. Genau, jetzt erstmal ausruhen und dann geht's morgen weiter. Alles klar, dann vielen Dank euch beiden. Danke. Schön.